Die Sonne ist endlich da und wir genießen die Garten- und die Balkonzeit. Wir machen die Terrasse wieder hübsch. Ja, das ist genau die Zeit, nach der wir uns so lange gesehnt haben, dass wir endlich wieder draußen sein können. Oder Sie auch, ja? Ah, mal durchatmen an der frischen Luft und den Garten, die Terrasse, den Balkon wieder hübsch machen. Schöne Blumen pflanzen und wir sorgen natürlich auch für die entsprechende Dekoration im Garten, auf der Terrasse und auf dem Balkon. Und dazu gehört auch ein bisschen Beleuchtung und die haben wir jetzt hier für Sie mitgebracht. Ja, und zwar richtig luxuriös, so wie man es normalerweise aus einem Kurpark oder auch aus richtig schönen gepflegten Alleen kennt, nämlich mit Laternen. Wir haben hier eine Laterne, die ja fast so groß ist wie ich. 1,60 Meter hat die Laterne. Ich bin ein bisschen größer, aber ich stehe jetzt gerade ein bisschen nach unten. Aber die ein wunderbares Licht hat und mit Sensoren arbeitet. Nämlich einmal mit, ich muss erst mal sagen, wo die Energieversorgung herkommt. Normalerweise ist es nämlich kompliziert, solche Laternen zu installieren, weil man noch Stromleitungen und Schalter legen muss. Das entfällt hier, weil jetzt, wenn wir gleich oben sind, hier übrigens Metall, das Ganze nicht Kunststoff, das ist auch ganz wichtig. Und wenn wir jetzt ganz nach oben gehen, sehen wir hier, das hier sind Solarpanel. Das heißt, tagsüber wird jetzt hier die Energie gesammelt und die reicht dann aus an einem normalen hellen Tag für bis zu 8 Stunden Beleuchtung in der Nacht. Die wird automatisch eingeschaltet durch einen Dämmerungssensor, der ebenfalls hier oben verbaut ist. Und dann geht erstmal eine Beleuchtung von ganz dezenten 30 Lumen an. Also so, dass ich die Laterne sehe, aber eigentlich hell macht sie nicht, dann ist es nur dekorativ. Aber hier sehen wir den zweiten Sensor. Das ist ein Bewegungssensor. Und sobald jetzt jemand in die Nähe kommt, der also in dem Fall Licht braucht, dann reagiert der Bewegungssensor. Und da sehen Sie es durch unsere Kameraleute jetzt aktiviert, die da vorne herumlaufen, haben wir 100 Lumen Leuchtkraft. Und das ist eben schon genau richtig, um den Weg oder auch mal eine Stufe oder andere Stolperfallen zu beleuchten. Oder auch ganz einfach nur, weil es wirklich toll aussieht, weil man so das Gefühl eines Parks dann hat bei sich zu Hause. Und Laternen, Solarbetrieben, Bewegungssensor, die sind, das werden Sie mir ganz sicher zustimmen, normalerweise sehr, sehr teuer. Die liegen oftmals bei 200-300 €, wenn man sowas im Lampenfachgeschäft kauft. Und schauen Sie mal auf unseren TV-Sonderpreis. Ich glaube, da ist sogar das Budget drin für 2 dieser Laternen, weil dann kann man links und rechts von Weg oder auch der Terrassenabgang, der kann beleuchtet werden. Oder Sie haben mit Sicherheit auch noch andere Ideen, womit man oder welche Stellen man hier perfekt ausleuchten kann. Für 47,41 € eine von diesen wunderschönen Solar-LED-Gartenleuchten. Hier das Modell mit 1,60 Meter Höhe. Solar-LED-Technik, das heißt, Sie brauchen hier keine elektrischen Leitungen, Sie haben keine Folgekosten, Sie stellen diese wunderschöne Lampe hier auf, wo Sie möchten. Ist das nicht genial? Ja? Das geht ganz einfach und dann geht die automatisch bei Dunkelheit an. Für 47,41 €, das finde ich so schön, weil natürlich, man hat vielleicht eine schöne Terrasse, so wie wir jetzt hier, und man denkt sich, ach, das wäre doch mal toll, wenn man da so ein tolles Licht hätte, aber da jetzt irgendwelche elektrischen Leitungen zu legen, ja, irgendwas zu machen. Das ist ja normalerweise, Sie wissen es ja selber, so ein Aufwand, den man da treiben müsste. Ne? Da müsste erst gebuddelt werden, alles wieder die Platten nach oben oder sowas. Ja, Erdkabel muss man verlegen, irgendwo noch einen Schalter und das geht dann richtig ins Geld. Hier können Sie sogar entscheiden, wohin. Auf einen festen Untergrund, dann nehmen Sie wie wir jetzt einfach die Stellform, die kann man sogar festschrauben, wenn man sich sicher ist, da soll es bleiben. Oder wenn es irgendwo in den Garten sogar, also neben den Weg ins Erdreich soll, überhaupt kein Problem, weil wir haben hier einen Erdspieß mit dabei und da kann man das fest im Boden verankern. Ich finde auch die Leuchttechnologie enorm. Es sieht unglaublich stark aus, obwohl da eigentlich eine relativ dezente LED drin ist, aber wenn wir unten hier hinschauen, sehen wir eine Spiegelkuppel und die sorgt dafür, dass dieses Licht, das hier oben erzeugt wird, wunderbar in alle Richtungen abstrahlt. Es sieht einfach perfekt aus. Sie sehen auch jetzt die Helligkeit mit den 100 Lumen, aber wie gesagt, erst wenn es gebraucht wird, schaltet die ein auf 100 Lumen durch den Bewegungssensor. Ansonsten bei Dunkelheit auf 30 Lumen, also eine dezente Wegbeleuchtung. Für mich perfekt. Und du hast es vorhin gesagt, normalerweise kostet die Installation einer solchen Laterne
schon über 50 Euro, dann hast du noch keine Laterne. Die musst du noch mal extra bezahlen. Hier entfällt jede Installation und der Preis ist unter 50 Euro. 47,41 Euro und Sie haben keine Folgekosten, Sie haben keinerlei Installationskosten, es müssen keine Kabel gelegt werden, es muss nicht gebuddelt werden. Das ist doch toll für 47,41 Euro. Ja, schöne Gartenbeleuchtung für Sie, auch mal hinten im Garten, am Gartenteich vielleicht, ja, vielleicht auch im Schrebergarten, schön auf der Terrasse, genau das Richtige. Die Bestellnummer hier, die Ennig 67 69 569, und Sie haben hinter mir schon was Schönes entdeckt, oder? Da steht das Modell auch noch mit zwei Leuchtkuppeln oben. Genau passend das gleiche Design, das wir haben. Schauen Sie mal hier. Ist aber ein bisschen größer von der Höhe. Das ist jetzt 1,80, ne? Oder? Ist sogar 1,85, würde ich sagen. Also knapp. Je nachdem, wie Sie es aufstellen, mit dem Erdspieß natürlich noch ein bisschen höher. Aber auch hier dieselbe Technologie. Und von hinten, das sehen Sie jetzt nicht, kommt ein Strahler, der jetzt leicht das Gelblicht auf die Lampen strahlt. Das heißt, die Lampen denken, jetzt ist Tag. Und dementsprechend müssen sie nicht leuchten. Aber ich habe hier einen Dunkelheitssimulator. Diesen hier, sehen Sie. Und den lege ich jetzt einfach mal drauf. Jetzt sehen Sie, jetzt merkt die Lampe, es ist dunkel. Also geht sie an. Der Dämmerungssensor funktioniert einwandfrei. Und haben Sie es jetzt gerade gesehen? Ich bin in den Bewegungsbereich gekommen. Und sofort geht die auch wieder auf 100 Lumen. Zweiflammig sind wir. Das heißt, jetzt haben wir sogar eine Gesamtleuchtkraft von 200 Lumen. Und das ist natürlich noch luxuriöser. Sehen Sie jetzt, Bewegungssensor eingesetzt, auch auf 100 Lumen. Und das sieht so unglaublich schön ein. Und ich bewege mich jetzt mal ein klein wenig zwischen diese beiden Leuchtelemente. Toll, hoppla. Ne? Da bin ich ein bisschen, ich muss unten durchschauen. So ist auch okay. Ich bin da irgendwie entweder zu klein oder zu groß. Ich weiß es nicht, aber es ist Luxus pur. Aber Luxus, den man sich leisten kann. Denn schauen Sie mal auf den Preis dieser zweiflammigen Laternen. Auch hier würde ich Ihnen natürlich nahelegen, gleich mal zwei zu bestellen, links und rechts oder entlang eines Weges, so alle paar Meter eine solche wunderschöne Laterne. Und sowas kennt man wirklich aus Filmen, so romantischen Filmen. Da wird in einer Allee spazieren gegangen und dann sieht man jemand an so eine Laterne lehnen. Oder dann natürlich, wenn man das Glück hat, in irgendeiner Kurstadt, in Bad, wie auch immer, zu wohnen, dort im Kurpark. Da wird man solche Laternen ebenfalls beobachten können und die sind einfach wunderschön. Es gibt hier schon in Ihrem Garten einen Hauch von Urlaubsgefühl, weil ich suggeriere immer oder ich assoziiere immer mit solchen Laternen Urlaub. Das ist für mich Erholung für die Seele, wenn man da irgendwo spazieren gehen kann. Und warum soll man sich nicht in seinem eigenen Garten erholen können? Und jetzt, gerade wenn es abends dann dunkel wird, diese wunderschöne Beleuchtung im Garten, ich finde das perfekt und vor allem auch perfekt in Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, bei 66,41 Euro, ne? Das ist 66,41 Euro für so eine tolle Lampe, die wir hier haben. So war es normalerweise. Wenn du eine so eine Lampe kaufst, dann bist du ja schon gut und gerne bei 300, 400 Euro. Dann musst du noch wieder Kabel verlegen. Das ist ja wirklich hier ein unglaublicher Preis, den wir gemacht haben. Royal Gardenier Markenqualität, das zweiflammige Modell mit der Bestellnummer NX 67 22 und der 569. Hier auch nochmal die Bestellnummer für das einflammige Modell für Sie eingeblendet. Beide jetzt zu bestellen. Und schauen Sie mal, wie schön die auch zusammen aussehen. Also Sie können natürlich auch schön das einflammige und das zweiflammige Modell hier bestellen. Schön zusammen in den Garten. Das harmoniert hervorragend miteinander. Ja, und dann haben Sie perfekte Beleuchtung für Ihren Garten. Aber auch mal schön hier bei uns. Sie sehen es für die Terrasse, für den Vorgarten, hinten vielleicht auch am Gartenteich. Das sieht perfekt aus für den Schrebergarten. Greifen Sie zu. Sie können jetzt bei den Kollegen im Callcenter bestellen. Die Leitungen sind für Sie freigeschaltet. Und dann wünschen wir Ihnen ein wunderschönes Frühjahr.